Ist ein Schalter auf dem Sarg. Hä? Krass, ich bin hier. Hello. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brewcam-Video und Danja, herzlich willkommen, du und deine hässliche Brille immer noch. Kannst du mal aufhören, dich über meine Brille lustig zu machen? Die gehört jetzt zu meiner Identität und ich finde das nicht okay, dass du die ständig dran drauf rumhackst. Leider. Also, Leute, wir werden heute ein neues Brewcaven-Format testen. Ich habe das hier und da auf YouTube schon gesehen, also ich habe es natürlich nicht neu erfunden. Und zwar möchten wir heute Brewcaven-Mythen mal auflösen, ob sie wahr oder falsch sind, Danja. Mit dir gemeinsam. 10 Stück heute. Ich bin Mrs. Ja oder nein? Ja, ich bin Mrs. Sonnenbrille. Okay, so. Mythos Nummer 1 soll sein, dass man aus der Map sozusagen springen kann. Aha. Und zwar, wenn man hier auf dem Sprungbrett ist und dann, glaube ich, auf verletzt. Ich teste das mal. Dass man aus der Map springt. Ja, dass man... Okay, also ich bin relativ weit weggesprungen, aber ich weiß nicht, ob das der Mythos ist. Normalerweise sollte man eigentlich vorne wieder spawnen. Ich probiere es nochmal. Also wenn das der Mythos ist, dann ist er wahr. Aber ich weiß halt nicht, ob er auch sozusagen passiert, wenn man nicht verletzt ist. Aber wir probieren es nochmal. Also aus der Map muss ich mich dann noch irgendwo hinbewegen? Oder ich weiß auch nicht, wann ich mal... Nein, also im Endeffekt ist das so ein Bug, dass man dann zurücksetzt. Aber ich guck mal gerade. Also wenn ich normal springe, passiert eigentlich nichts. Also dementsprechend, ja, der Mythos ist, glaube ich, bestätigt. Weil wenn ich jetzt auf verletzt gehe, ja, dann fliege ich hier durch die Map. Also scheint dieser Mythos wahr zu sein. Ja, hä, wo man fliegt dann durch die Map, wenn man verletzt ist. Mach dich mal verletzt bitte, während du da drauf bist. Hä? Dann solltest du durch die Map fliegen. Also Mythos wahr. Mythos Nummer 2 ist ein Secret Emote. Und zwar dann, ja, muss man dafür Folgendes wohl in den Chat eingeben. Aiden Lee Wolf. Ja, guck mal. Ich schwebe. Dann, ja, guck mal, ich schwebe. Das ist aber tatsächlich ziemlich cool. Ja, also das ist ein versteckter Emote und wenn ihr damit eure Freunde überraschen wollt, dann macht das definitiv, weil das man so schwebt so im Brewcaven. Siehst du das? Ist das so wie dieser AFK-Emote? Ja, ich glaube schon. Aber nice. Ich finde den natürlich ein bisschen cooler, ne? Weil das sieht so wirklich aus, als ob man schweben würde. Nice. Also auch dieser Mythos ist wahr, Leute. Ja. Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Ah, okay. Einfach mit Q. Jetzt ein weiterer Mythos, den du, glaube ich, auch schon mal zufällig entdeckt hast. Und zwar kann man fliegen, also als Avatar hier. Und zwar machen wir uns ganz, ganz klein. Ich habe das schon mal entdeckt. Ja, und zwar bist du außerhalb hier vom Pool, bist du ja geschwommen. Ja, guck mal, man kann hier schwimmen. Und dann, ja, guck, ich fliege. Dann ja. Guck mal, ich fliege. Hast du gesehen? Warte mal, was? Also du musst auch ein bisschen die Perspektive dann anpassen, sozusagen von unten drauf schauen. Also ich, zum Beispiel hier, jetzt ich bin am Schwimmen. Warte, so. Lol. Also gerade hast du gesehen, ich war am Fliegen, ne? Ja, ich hab's gesehen, ich war ja auch gerade kurz am Fliegen. So, hier, guck, ich fliege! Aber auch nur eine gewisse Zeit. Ich glaube, bis dahin geht sozusagen das Wasser. Aber auch damit könnt ihr eure Freunde beeindrucken. Und auch dieser Mythos ist wahr dann ja. Hä, krass. Okay, das ist ziemlich krass. Also ich hab das mit dem Schwimmen. Das habe ich schon mal so mitgekriegt. Genau, das hast du jetzt zufällig entdeckt. Aber dass man hier dann auch fliegen kann. Ich fliege. Cool. Einfach ja, richtig cool. Okay, so. Ich glaube aber, als normale Person ist das nicht möglich. Also wenn wir jetzt hier an den Rand gehen. Nein, das ist nicht möglich. Also da ist man wahrscheinlich die Sperre dann, zu groß. Ja, zu hoch. Auch dieser Mythos ist wahr, Leute. Okay, Mythos Nummer 4 soll ein Secret Room in der Bücherei sein. Und dafür müssen wir eine gewisse Abfolge anscheinend machen, okay? Okay. Und zwar kannst du dir einmal das Studentenhaus bitte kaufen. Ja. Und zwar müssen wir dafür eine gewisse Abfolge wohl machen. Die da wäre? Warte, wo bin ich denn? Wo ist denn mein Haus? Achso, mein Haus. Oh, falsche Seite. Okay, ich komme dahin. Also, du kannst ja schon mal mit dem Mythos anfangen. Und zwar ist es so, dass du in diese Bücherwand unten einmal rein musst. In die Bücherwand? Also muss ich in die Ja, es gibt doch da diese eine, also jetzt nicht in diesen Secret-Raum, sondern es gibt ja dieses eine Bücherregal, wo man aber reinglitschen kann. Ja. So, da gehst du einmal kurz rein, aber warte kurz da, weil dann komme ich auch kurz dahin. So, wie gesagt, es geht um den Secret-Room. In der Bücherei. Wo ist denn eigentlich mittlerweile dieser Secret-Raum in dem Zimmer hier drin? Ich weiß gar nicht, wo ist der denn? Ja, wie dem auch sei. So, einmal hier rein, komplett verstecken. Ja. Auch hier bitte einmal auf 0,4 ist, glaube ich, das kleinste. Ja, auf 0,4. Mhm, dann? Genau. Dann aus dem Inventar ein Buch einfach. Zumindest ins Inventar packen. Mhm. Beziehungsweise, nein, warte. Auf die Hand schon. Und jetzt ist wichtig, die Bücherei unten, also in Brookhaven im Zentrum,
mit einem Skateboard zu betreten. Mit einem Mit dem Buch in der Hand. Ja. So, und dann soll sich wohl ein Secret-Raum öffnen. Boah, das ist aber schon sehr weit hergeholt, ne? Ja, also wir wollen ja prüfen, ob der Mythos stimmt oder nicht stimmt dann ja. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also das würde mich jetzt schon schwer schocken. Wir gehen rein und... Ja. Hast du einen Secret-Raum, der sich hier öffnet? Ich glaube nicht, oder? Also ich sehe da nichts. Stand da irgendwie dabei, wo dieser Secret-Raum sich öffnen soll, oder... Nein, nein, Also scheint dieser Mythos falsch zu sein. Er ist nicht wahr. Dann machen wir doch Mythos Nummer 5. Und zwar gibt es wohl in der Kirche ein Licht, was angeht und was wir anmachen können. Ein Licht? Und zwar folgendes. Steig mal bei mir ein. Ist das super speziell? Weil da gibt es doch eigentlich immer Licht, oder? Ja, aber ich sag dir jetzt welches. Steig mal bei mir ein. Wo bist du? Ich bin mit dem Skateboard am Fahren. Ich bin schon vor dir. Achso, okay. Alles klar, gut. Okay. Ich fahr alleine, danke. Und zwar ist das folgender Mythos. Also immer noch cool, dass Minions hier tatsächlich Werbung hat. Ich finde das schon echt cool. Und zwar, komm mal kurz raus. Kannst dich wieder auf Normalgröße machen. Also, es geht um das Licht. Siehst du sozusagen dieses kleine Türmchen rechts? Ja. Das hier? Ja. Bleib mal kurz draußen. Wenn ich jetzt die Glocke betätige, soll wohl das Licht angehen. Ja, tut's. Ja? Ja. Kannst du das einmal kurz machen? Ja, kann ich. Du musst einmal rein und dann direkt rechts. Ja, cool. Ja, Leute, auch dieser Mythos ist wahr. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, ich wusste es noch nicht, dass man damit das Licht anmachen kann, ne, beziehungsweise für eine kurze Zeit. Vielleicht ist das auch einfach, um das Licht tatsächlich anzumachen und es gar keine Glocke. Aber ich habe jetzt keinen Sound an, also weiß ich nicht. Könnte auch die Glocke sein. Also, ich weiß es nicht. Gute Frage. Warte, ich mach mal kurz In-Game-Sound an. Doch, es ist die Glocke. Ja? Es ist die Glocke, ja. Also ein kleines Mini-Glockentürmchen quasi. Ja, okay, auch dieser Mythos ist wahr, Leute. True. Wir müssen einmal zum Stall. Steigst du ein? Ja. Und zwar soll es da leuchtendes Wasser geben. Am Stall? An der Wasserstelle. Und das möchte ich jetzt mit dir prüfen. Ich gucke gerade am Stall. Ja, genau, am Stall muss das sein. Und zwar folgendes. Wir müssen jetzt einmal den Schlafsack rausholen. Mhm. So, den Schlafsack dann möglichst hier drinnen platzieren, mit dem Kopf sozusagen. In der Tränke. Ja, genau. So, und dann musst du die Perspektive so anpassen, dass du im Wasser bist. Dann müsste das Wasser leuchten, aber der Kopf muss eigentlich... Unter Wasser sein, also oder? Ins Wasser zeigen, ja. Nee, bist ja immer noch nicht... Ja, ich sehe es gerade. Ja, das Wasser leuchtet wirklich, aber ich glaube, das ist einfach nur der Brookhaven-Effekt. Aber wenn du dich bei mir jetzt... Du kannst dich bei mir einmal reinlegen. Ja. Und dann musst du sozusagen die Perspektive sozusagen von unten rechts über die Schulter sozusagen leicht anpassen, dass du den Boden siehst. Siehst du es? Ach so, ja, der Boden leuchtet halt. Ja, genau. Und das soll ein Mythos sein. Und dieser Mythos ist auch wahr. Also das Wasser hier beim Stall leuchtet eigentlich. Aber da würde mich jetzt mal interessieren, ob das bei allen Gewässern hier in Brookhaven so ist. Kann durchaus sein. Ich glaube schon, weil im Brunnen, aber da ist auch Licht, ne? Aber es funktioniert auf jeden Fall. Also auch dieser Mythos ist wahr dann. Ja, bisher haben wir nur einen falschen Mythos gefunden. Ja, aber ist ja auch gut so. Okay, jetzt kommt ein etwas schwerer Mythos. Ja. Steigt gerne ein. Also auch dafür müssen wir eine Abfolge machen. Aber ich bin echt gespannt, ob das klappt. Also ich habe das im Video gesehen, aber ich weiß nicht, ob es echt ist oder ob es fake ist. Dementsprechend prüfen wir diesen Mythos jetzt mal. Bestimmt fake. Habe ich mir ein Haus dafür gebaut. Wir müssen auf die andere Seite mal wieder. Safe, und fake. Und da muss man eine gewisse, was heißt Abfolge? Abfolge eigentlich nicht, sondern in diesem Haus bekommt man im Secret Spot was Besonderes. Und zwar, wir können hier einmal raus. Ich weiß gar nicht, ob du wusstest, ich wusste es nicht. Hier im Haus gibt es einen versteckten Dachboden und zwar hier. Da. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. So. Und doch, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Hier in der Ecke gesehen. Ist jetzt so ein, so Wolverine-Klaue. Doch, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Doch, das kenne ich schon, ja. So, Und da kann man da nicht irgendwie sich so Kristalle oder so? War das das? Ich weiß es nicht. So, komm jetzt erstmal runter. Es geht darum, dass man sich damit wohl teleportieren kann, aber ich bin mir nicht so sicher. Teleportieren? Genau, wir müssen einmal zur Kirche. Das wäre natürlich richtig krass, wenn das gehen würde, weil das sind nämlich auch diese Dinger, die eine Zeit lang bei dem Fluss standen. Ja. So, dann wüsste ich jetzt ein. Auch, also die lagen nämlich nach dem Update, lagen die einfach bei dem Wasserfall rum. Ja. Und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Das wäre jetzt natürlich jetzt mal cool, gespannt, wenn das ob jetzt das gelöst funktioniert werden würde. Oder nicht. So, wir müssen einmal hier auf die Kirche, das heißt mal Leiter raus. Ach, warte, wir machen das, wir müssen ein bisschen anders, wir müssen ein bisschen Parcours machen. Über die Seite. Aber wie kommen wir denn jetzt hier hoch?
Geht. So, genau. So, und jetzt, genau, einmal hier rüber. Jetzt muss hier hinten, siehst du, ist so ein Eingang. Also hier kann man jetzt... Siehst du das hier, wo ich das Licht angemacht habe? Ja, da leuchtet was. Wie hast du das denn so, jetzt gemacht? Das habe ich jetzt gerade angemacht. Wie denn? Draufgeklickt einfach. Man kann, wenn du da mit der Maus drauf gehst, siehst du auch, dass da so ein Finger ist, dass man das betätigen kann. Ja, das sehe ich. Dann müssen wir rein. In die Kirche. Ja, dann müssen wir auf Funerals, sozusagen, das ist, Und dann ist hier auch nochmal, komm mal hier hinter, hier ist jetzt auch nochmal ein Schalter. Siehst du den? Da ist ein Schalter auf dem Sarg. Achso, ja, so ein kleiner... Jo, es funktioniert! Jo, wirklich? Ich hab mich... Guck mal, Danja, ich bin auf der anderen Seite. Hä, krass, ich bin hier, hello. LOL, das hat wirklich funktioniert, man kann aber sich teleportieren. Frage, ich weiß aber nicht, ob man dafür wirklich die Abfolge braucht. Ja, das würde mich jetzt schon mal interessieren, ob man das auch machen kann, ohne dieses Teil vorher zu holen. Also man kann sich auf jeden Fall teleportieren. Für mich war das was ganz Neues, aber auch dieser Mythos ist wahr, Leute. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich würde mal ganz gerne das jetzt noch mal kurz testen. Ja, aber jetzt hast du ja diese Wolverine-Sache, musst du vielleicht mal... Ich hab's mal aus dem Inventar verbannt. Genau, das habe ich auch gerade gemacht. Und jetzt würde ich es nämlich gerne noch mal testen. Klar, okay, weil das würde mich jetzt schon interessieren, ob das quasi wirklich notwendig ist dafür. Ja, dann ist es notwendig. Ich kann mich nicht mehr teleportieren. Oben das also, Licht? Ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen. Okay, das wäre natürlich richtig krass, weil wie soll man da drauf kommen, ne? Ja, es hängt damit auf jeden Fall zusammen anscheinend. Krass. Also, heftiger Mythos. Krass. Man kann es ja auch nicht mehr aus seinem Inventar rausholen. Also, wir können es jetzt nicht nochmal probieren. Aber anscheinend braucht man das Teil wirklich dafür. Das ist ziemlich heftig. Jetzt gibt es einen weiteren Mythos, wo ich sage aber definitiv, glaube ich, das ist fake. Okay. Und zwar soll man auch das Flugzeug fliegen können in Brookhaven. Mit dem Flugzeug fliegen? Ja, beziehungsweise einer Animation sozusagen, dass man wirklich fliegt über Brookhaven. Na. Aber ich glaube, das ist ein Fake. Und das zwar ist fake. Einmal hier den Koffer ins Inventar, dann Security-Job annehmen. Warum dann sollte denn wichtig, die Security steht, fliegen? So, dann ganz wichtig, hier oben steht ja No Weapons. Aber man soll sozusagen das Gegenteil machen und mit einer Waffe da durchgehen, damit das sozusagen hier piept, ne, genau, so Alarm, ne, Waffen am Flughafen entdeckt. Mhm. Dann können wir rein. Wenn das jetzt klappt, ne? Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist fake. So, dann soll man sich hier hinsetzen, den Pilot vom Job annehmen. Hier steht ja, glaube ich, Manual. Ich weiß nicht, ob das da schon immer steht, aber ich glaube schon. Infolgedessen... Also ich weiß nicht, wenn man jetzt hier Emergency, Flugzeugnotfall ausgelöst, so genau. Jetzt sieht man ja, dass die Lichter hier blinken. Man soll alle Lichter ausmachen im Flugzeug. Nachdem man das gemacht hat, setzt man sich wieder auf den Pilotensitz und dann soll man wohl fliegen können. Aber bei mir ist das nicht der Fall. Bei mir ist es auch nicht der Fall. Also ich fliege hier also gar nicht. Also auch dieser Mythos ist fake, Leute. Fake Mythos Nummer, ich glaube zwei erst oder so, ne? Ja, das ist der zweite, der fake ist. So, ich habe noch zwei Mythen. Mhm. Und zwar ist Mythos Nummer 9 heute, dass man auch mit dem Fahrrad die Drohne fliegen kann. Dass man quasi wie mit dem Fahrrad dann und der Drohne zusammen? Genau, dass man dann über Brookhaven fliegt. Ja, und das wollen wir einmal testen. Und dafür fahre ich jetzt auf den Berg. Das mit dem Teleportieren, das ist für mich bis heute das Heftigste gewesen. Das muss ich auch sagen, das ist ziemlich krass. Ich bin schon oben, ich versuch's mal. Yo, es funktioniert. Ich will auch. Cool. Also, ich trete in die Pedale. Ja. Und kann trotzdem die Drohne fliegen. Okay, das ist cool. Warte, ich will das auch machen. Gut. Aber kannst du es vielleicht mal versuchen mit dem Skateboard, ob das funktioniert? Ja. Es kann natürlich auch sein, dass das mit allen oder mit dem Hoverboard kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Ja, mit allem wahrscheinlich, was nicht komplett um einen drumherum ist. Ja, also mit dem Skateboard funktioniert es auf jeden Fall auch. Okay, also ist es sozusagen das Objekt dann. Ja. Also auch dieser Mythos ist wahr, Leute. Danja, wir kommen zum letzten Mythos heute. Und wenn ihr davon gerne mehr sehen möchtet, gerne ab in die Kommentare dafür. Und zwar geht es wieder um einen Secret-Raum, wo ich aber auch glaube, das ist fake. Die besten Sachen sind doch immer fake. Na, obwohl, nee, das Dings mit dem Teleportieren war schon cool. So, okay, wir müssen dafür einmal Schülerinnen und Schüler sein, also hier Student einmal annehmen. Sass. Dann müssen wir auf die Tafel überall 13 schreiben, wo man was draufschreiben kann. Okay, also das klingt ja nach so einem fetten Fake. Ja, es hat wohl was damit zu tun, 13 steht ja auch sozusagen im, sag mal schnell. Weiß ich nicht. Im Rathaus.
Ich guck noch mal oben, ob man oben was hinschreiben kann. Nee, die Räume sind ja nur die drei hier unten eigentlich. Ja. Genau, man kann ja auch die Spinde öffnen, glaube ich, ne? Genau, man soll einen Spind für sich beanspruchen. Achso, warte, ich bin Lehrer. Und dann kommst du einmal zum Hausmeister und man soll sich den Mob nehmen. Ja. Und dann damit einmal hinters Theater und hinter dem Theater soll sich jetzt sozusagen eine Luke öffnen. Aber... Nö. Also ich sehe hier so ein kleines Licht, aber ich glaube nicht, dass das vom Secret-Raum kommt. Ich glaube auch, dieser Mythos ist fake, Danja. Ja, also ich glaube, nee. Also was wir mal machen können ist, ja. Schieb mich mal auf dem Dings da durch. Auf der Liege, ne? Ja. Das könnten wir halt mal versuchen. Also ich probiere es mal, hier müsste, also hier irgendwo müsste der sein. Ich versuche dich mal durchzuschieben, sieht aber nicht danach aus. Mm-mm, geht auch gar nicht durch die Wand durch, also wenn da wirklich irgendwas wäre. Nee. Okay, Leute, damit ist auch Mythos Nummer 10 ein Fake, aber also bei den 10 Mythen, die wir heute geprüft haben, war ich schon echt überrascht, Danja. Ja, also es waren ja auch schon echt einige dabei, die bestimmt haben, auch ziemlich cool waren. Sehr, 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 sehr informativ. Also wusste ich auch noch nicht. Leute, das waren die 10 Mythen in Brookhaven, die wir ja bewiesen haben oder im Endeffekt klargestellt haben, dass sie fake sind. Und dementsprechend, wenn ihr weiteres davon sehen wollt, ne, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö! Tschö!